war schon seit der ersten Stunde bei der E-Book dabei. Das heißt also, als Tasso das angefangen hatte, hat er mich schon damals gefragt und ich war in der Nähe und fand es sehr interessant und fand es wunderschön, was für wunderbare Gründerzeit-Ensembles hier noch stehen, die man eben dann auch bemalen kann. Ja, jetzt sind wir hier auf dem alten Schlachthof in Glauchau im Jahre 2012, was auch ein unglaublich krasses, tolles Gelände ist. Und ja, es ist einfach super, weil es ist ein riesengroßer Spielplatz. Du hast Möglichkeiten, die du halt sonst an anderen Plätzen zum Malen nicht hast. Du kannst Sachen ausprobieren, die du sonst nicht ausprobieren kannst. We usually paint a lot in Buenos Aires and you choose the wall, see the wall many times and you do a sketch for that wall. In this case, you come, see this place, and between that window you say, I'm gonna put that. Also ich glaube, Leute, die halt permanent sprayen, fangen hier auf einmal was ganz anderes an. Um einfach einen anderen Fokus zu entwickeln. Das finde ich halt spannend. Und du hast einfach diesen riesen Raum. Die Leute, die hier rumlaufen, sind sehr hilfsbereit, total freundlich und machen unglaublich coole Kunst. Die einen schneller, die anderen langsamer, aber ich glaube, das Endergebnis ist immer ganz hervorragend. Es ist sehr, sehr, sehr schön hier. Die Leute sind extrem herzlich. Also auch als ich letztes Jahr das erste Mal hier war, war ich so positiv überrascht. Also ich dachte schon, dass es sehr nett wird, aber das hat schon alles übertroffen. Es ist einfach so Family. Hier sucht jeder seinen Platz und macht das, worauf er Bock hat. Und am Schluss entsteht hier sozusagen eine Ausstellung dadurch.